Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ungewohnte Umgebung, trotzdem in diesem Video geht es um 6 Gründe, warum ihr einen grauen Anzug braucht. Los geht's! So, Freunde, ich habe mir mal was Neues überlegt. Ich sitze jetzt bei mir im Wohnzimmer, nicht bei mir im Schlafzimmer. Und wir drehen heute mal ein Video. Und zwar zeige ich euch heute 6 Gründe, warum ihr einen grauen Anzug braucht. Das ist hier der Anzug, um den es gehen soll. Ist ein standardgrauer Anzug, nicht allzu förmlich, weil er kein, ich sag mal, sehr, sehr schickes Revers hat, relativ standard gehalten. Und ich habe das Ganze schon auf mich anpassen lassen und ich zeige euch einfach mal 6 Möglichkeiten, wie ihr das Ganze kombinieren könnt. Fangen wir an mit Variante Nummer 1. So, Leute, hier sind wir bei der Variante Nummer 1. Und was wäre ein Anzug ohne Hemd und schicke Schuhe? In dem Fall habe ich einfach ein paar braune Pennyloafer an mit einem simplen weißen Hemd. Nichts Besonderes, aber es ist immer ein Evergreen, das Ganze mit einem Hemd zu kombinieren, denn ein Anzug ist natürlich in erster Linie schick. Ich zeige euch natürlich im Laufe des Videos auch, wie ihr den noch ein bisschen lockerer stylen könnt, aber mit Hemd und ich sag mal rein theoretisch auch mit Krawatte macht ihr nichts verkehrt. Ich habe das Ganze jetzt ohne Krawatte gestartet, weil ich für den Sommer das Ganze ohne Krawatte sehe. Krawatte könnt ihr, so einen Anzug könnt ihr super zu einer Hochzeit anziehen, natürlich auch super im Berufsalltag, wenn euer Beruf das, ich sag mal, nötig hat, aber ich finde, ein super schöner grauer Anzug ist sehr vielseitig einsetzbar und ich zeige euch jetzt, wie das Ganze geht. Kommen wir zum Look Nummer 2. So, Leute, kommen wir zu Variante Nummer 2 und Variante Nummer 2 ist natürlich, Anzüge miteinander zu kombinieren. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier von meinem anderen Anzug das blaue Sakko genommen, dazu die graue Hose, ist eine sehr, sehr gute Variante, wie ihr das Ganze kombinieren könnt. Ihr könnt das sowohl als auch Hose oder Sakko miteinander tauschen und dann habt ihr immer noch eine Styling-Möglichkeit mehr. Das Ganze, finde ich, matcht sehr, sehr gut zusammen. Grau und Blau sowieso immer sehr nice. Ihr könntet auch Grau und Schwarz etc. Wobei, na, Schwarz würde ich schon eher einfarbig lassen. Also ich würde schon eher Richtung Blau tendieren. Und ja, das ist Variante Nummer 2. So, Leute, kommen wir zur zweiten Variante. Und die zweite Variante nenne ich den George Clooney. Und zwar gibt es ein passendes Bild, wo genau George Clooney so ein Outfit anhatte, einen grauen Anzug mit einem schwarzen Polohemd, dazu ein paar schickere Schuhe, macht das Outfit auf jeden Fall rund. Und deswegen finde ich das als sehr, sehr gute zweite Variante. Vielleicht noch eine schöne Sonnenbrille dazu, würde das Ganze abrunden. Finde ich ein sehr, sehr, ich sag mal, südländischer Look und gefällt mir extrem gut. Deswegen als Variante Nummer 2, einfach mal mit einem dunklen oder einem hellen Polohemd Polohemd kombinieren, wobei ich tendiere eher zur dunklen Variante. Wichtig dabei, einfach die Knöpfe offen lassen, das macht das Ganze nicht ganz so steif, deswegen sehr, sehr cool, sehr, sehr gute Variante Polohemd. So, Freunde, hier haben wir die nächste Variante, ganz klassisch, weiße Sneaker, weißes T-Shirt, einfach der simpelste Look, wie ihr einen Anzug kombinieren könnt. Für mich auch eine sehr, sehr gute Variante, das Ganze im Büro zu tragen, wenn das Büro natürlich das zulässt. Ihr könnt das T-Shirt auch aus der Hose rausziehen. Natürlich ist das Ganze euch überlassen, aber ich finde es ein sehr, sehr cooler Casual-Look. Deswegen immer eine gute Variante, weißes T-Shirt, weiße Sneaker. So, Freunde, nächste Variante, dieses Mal mit schwarzen Schnürern und einem schwarzen Sweatshirt dazu. Ihr könnt dazu auch im Winter einen schwarzen Rollkragenpullover anziehen, das würde genauso funktionieren. Ich finde das eine perfekte Variante für ein Abendessen, für ein Dinner, wenn das Ganze nicht allzu förmlich ist, man aber schon was hermachen möchte. Das heißt, ihr geht im Anzug dahin und sobald ihr dann da seid, zieht ihr den Anzug dann, beziehungsweise das Sakko dann auch aus und setzt euch förmlich mit einem schönen Sweatshirt. Ich zeige euch mal ganz kurz, weil das Mikro ist hier dran. Dann setzt ihr euch einfach schön an den Tisch, macht sehr was her, wirkt sehr, finde ich persönlich noch, ja, hochwertig, elegant, allerdings nicht zu förmlich, deswegen eine sehr gute Variante. Einfach mal ein schwarzes Sweatshirt dazu. Ihr könnt auch braun, ihr könnt auch dunkelblau. Einfach ein Sweatshirt zu einem grauen Anzug passt auch sehr, sehr gut. So, als weitere Variante, und da braucht man das Sakko dann auch nicht mehr, ist, ihr nehmt nur noch die Hose und kombiniert das zu euren jeweiligen Klamotten. In dem Fall habe ich jetzt einfach mal ein blaues, gestreiftes Hemd genommen. Blau passt sehr, sehr gut zu Grau, deswegen könnt ihr super kombinieren. Dazu habe ich jetzt, ich sag mal wahlweise, einfach weiße Sneaker, weil weiße Sneaker sind Evergreen. Ist eine sehr coole Möglichkeit, das Ganze zu kombinieren. Wirkt ein bisschen mehr casual und das Hemd, ich sag mal, ist ein bisschen im Vordergrund. Die Hose ist mehr so beiläufig, aber die Hose kann man zu verschiedenen Outfits sehr gut kombinieren. Deswegen ist das auch eine sehr gute Möglichkeit, den Anzug einfach zu nutzen. So, Leute, hier haben wir die Variante Nummer 7 und ich habe euch ja eigentlich gesagt, ich mache nur 6 Varianten, aber im Zuge des Drehs ist mir die Variante noch mit eingefallen, deswegen 7 Varianten. Was habe ich gemacht? Einfach einen coolen Hoodie genommen, dazu ein paar nice Runner. Nothing special, aber so ein cooler Casual-Look, einfach
für den Alltag und ja, so für Casual Friday einfach der perfekte Look. Deswegen, sowas könnt ihr auch machen. Natürlich könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Das sind alles so Stile, die mir gefallen und ich finde auch ganz cool tragbar sind. Deswegen, ich hoffe, das hat euch ein bisschen inspiriert, ein bisschen gefallen und vielleicht auch die eine oder andere Möglichkeit offengelegt. Deswegen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vergesst auf jeden Fall nicht, ein Abo dazulassen und ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace.